Die neue Sonderausstellung in der Städtischen Galerie Dresden trägt den Titel Refugium und Melancholie, Wilhelm Lachnit, Malerei. Sie ist dem Spätwerk des Künstlers gewidmet, also den Jahren zwischen 1945 und 1962. Und zu beobachten sind in dieser Zeit sehr private Themen, vor allen Dingen Stillleben, Landschaften, Figurenbilder, Zirkus und auch Maskenbilder. All diesen Bildern wohnt eine doch leise Melancholie inne. Lachnit selbst hatte 1921 bis 1923 an der Dresdner Kunstakademie studiert und er gehörte zu den Begründern der neuen Sachlichkeit in Dresden. Das Wesentliche in seinem Spätwerk ist, dass er diese Lasurmalerei verlässt und zu einer vollkommen neuen, für ihn neuen Malerei kommt, nämlich der Mischtechnik bzw. Ölmalerei, also einer Kombination aus Temporamalerei und Ölmalerei. Lachnit hatte 1956 in Italien dieses große mediterrane Glücksempfinden, das Gefühl der Freiheit, was er ja in der DDR in den 50er Jahren eben gar nicht hatte. Und er hatte das südliche Licht und die südlichen Farben, er hatte das Meer und die Schiffe und all das hat ihn zu diesen späten Italienlandschaften angeregt, aber auch zu den großen Figurenbildern, die dann 1957 auch folgen. Er ist in seinem Spätwerk vor allen Dingen zu einem ganz neuen Figurenkanon gekommen, der darin besteht, dass die Figuren sehr monumental aufgefasst werden, dass sie entrückt sind, also sie nehmen keine Beziehung zum Betrachter auf, sie lesen oder sind in sich gekehrt, wenden sich einem Kind zu, also das Thema Mutter und Kind spielt in dieser Reihe auch eine Rolle, oder die Geste der Hand, die den Kopf berührt, also die melancholische Geste sozusagen, die ist da auch eingeschlossen. Und das ist das Besondere auch dieser Figurenbilder von Lachnit, dass er eben diese Monumentalität, diese Stille, diese Feinheit und auch Sinnlichkeit, aber auch Sehnsucht nach Harmonie in die Bilder auch einschmilzt. Ein Hauptthema in seinem späten Schaffen war das Stillleben. Der Künstler hatte die Möglichkeit, seine ganz persönlichen Befindlichkeiten auszudrücken. So kommt der Maske, dem Symbol der Täuschung, aber auch der Erkenntnis, eine ganz wichtige Rolle zu. Denn Lachnit hatte in seinem Kollegenkreis viel Missgunst und Verschlagenheit erfahren. Dem Thema der Zirkusbilder kommt in Lachnits Schaffen eine ganz besondere Bedeutung zu, die auch einen persönlichen Hintergrund hat. Lachnit wollte in frühester Jugend selbst Artist werden. Er konnte jonglieren, er konnte Bauchreden, er konnte sehr gut mit Puppen und Masken hantieren. Dieses Gemälde Akt mit Homerkopf ist das früheste Bild unserer Ausstellung. Es stammt von 1940-41. Wir haben es deshalb mit in die Ausstellung genommen, obwohl es außerhalb des Ausstellungszeitraums liegt, weil es eine Verbindung herstellt zwischen dem Frühwerk und dem Spätwerk. Der Ausstellung nimmt Refugium und Melancholie, finde ich persönlich, diesen ruhenden Tänzer sehr wichtig und sehr schön. Und ich finde natürlich auch unser Titelbild, der Knabe mit Kanarienvogel, sehr prominent und wichtig. Auch die späten Figurenbilder sind sehr schön, aber auch alle Stillleben eigentlich. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, welches das Allerschönste ist.